Adrian Rickli, wie kommt man auf die Idee, so ein riesiges Iglu hier auf die Piste zu stellen? Ja, die Idee ist schon ein bisschen länger entstanden. Wir haben das jetzt das dritte Mal so umgesetzt. Das erste Mal hier in Wengen. Und es hat sich extrem gut bewährt. Die Gäste, die da vorbeikommen sind, die haben gestaunt, die haben Freude. Man hat ein anderes Erlebnis für das Weltcuprennen. Und so haben wir gedacht, wir machen das auch hier in Wengen. Wir haben versucht, mit dem OK eine Lösung zu finden, um einen Schneebad aufzubauen, die Iglu zu bauen. Und ja, jetzt sind wir hier auf der Almend, direkt oberhalb vom Slalomstart und die zwei Iglu stehen. Bruno Fischli, jetzt sind wir in dem Iglu, den ihr jetzt hier erstellt habt, in harter Arbeit. Seit wann sind wir jetzt dran an diesem Kunstwerk? Da sind wir jetzt eine Woche dran. Wie viel denn? Angefangen haben wir das vierte, da waren wir sieben in der Hochzeit und jetzt sind wir noch, auch wieder vier. Also, sag uns mal, wie entsteht so ein Iglu? Wie macht man das? Ja, wir kommen her, der Schnee muss parat sein. Dann stellen wir zuerst eine Schalung mit dem Durchmesser vom Aussendurchmesser vom Iglu. Dann stellen wir in der Schalung innen einen Ballon stellen, aufblasen. Das ist dann der Innendurchmesser vom Iglu. Und dann wird das Ganze mit einer grossen Schneefräse eingefräst. Ja. Das heisst, es kommt mal eine Ladung Schnee über den Ballon. Ich nehme an, das muss ein bisschen dann hart werden und dann der Ballon einfach die Luft raus. Genau, es lange da in Nacht ohne Problem. Am nächsten Tag kann man die Luft rausnehmen, den Ballon rausziehen und dann steht das Iglu mal grob. Ja. Wie viel Masse Schnee haben wir jetzt hier um uns herum? Oh, das sind in etwa 250 bis 300 Kubik gefrästen kompakter Schnee. Ja. Die ganze Anlage. Ja. Also, an Schnee hat es ja nicht gemangelt, hier zu Wengen. Jetzt seit den letzten Tagen nicht. Für euch natürlich nicht nur ein Segen. Ja, also während der Bauphase haben wir es schon gerne, wenn es nicht mehr zu fest schneit, oder? Ganz klar. Aber besser viel Schnee und zu viel als zu wenig, oder? Also wir sind froh, so. Das ist super. Jetzt sag mal, die Wand da außen, ist das etwa die Dicke von dem Iglu? Ja, das ist der Dicke plus der Türrahmen. Also die Dicke sind 1,5 Meter etwa, oder oben vielleicht einen Meter noch. Ja. Ich stelle mir jetzt noch vor, du krampfst schon so etwas, weiss nicht wie lange, härte auch Körperarbeit. Mhm. Und dann reißt du es einfach wieder ab. Es tut auch ein bisschen weh, nicht? Manchmal tut es schon ein bisschen weh, ist klar. Es ist noch in bestem Zustand und es muss wieder weg. Das gibt es auch, ja. Das kann mal ein bisschen komisch sein. Ja.